Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 2. Lang, lang ist her. Es ist jetzt 3 Wochen, meine ich, her, dass ich was aufgenommen hatte. Oh, es sind ganz kurz. Versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Lange haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee aufheben, bevor sie die Elbenstadt angreifen. So, jetzt darf ich auch endlich mal auch was sagen. So, ja, lang ist her, dass wir jetzt endlich mal... Verflucht nochmal, jetzt lasst mich doch ausreden, Herrgott. So, lang ist her, dass ich aufgenommen hatte. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es jetzt 3 Wochen gedauert hat. Aber, naja, es ist einmal so, dass mein Schlacht um Mittelerde 2 mittendrin irgendwie nicht mehr starten wollte. Ich habe es inzwischen behoben, wie man sieht. Und dann kam ja auch noch die Gamescom in die Quere. Ja, wunderbar. Gut, dass das Spiel mir immer dazwischen funkt. Ja, wie gesagt, einmal, das Spiel wollte irgendwie nicht mehr. Es hatte ein bisschen gedauert, bis es fertig war. Ein Hinterhalt. Die Elben greifen von den Bäumen aus an. Hey, ohne Witz, das kann's ja wohl echt nicht sein. So, jetzt machen wir meine Helden, die regeln das jetzt hier einfach mal. Während dass ich hier reden kann. So. Gut, sehr schön. Desto größer unsere Reichtümer. Wir brauchen einen zweiten Gang, damit wir das Land erobern können. Ach ja, anscheinend komme ich überhaupt nicht mehr zum Erklären. Naja, egal. Wie gesagt, ich war auf der Gamescom und... Verdammt, der eine ist nicht auf Level, der war auch nicht scheiße. Egal. Ich war einmal auf der Gamescom und mein Spiel wollte ums Verrecken nicht starten. Deswegen hat es 3 Wochen lang gedauert, bis es mal einigermaßen geklappt hat. Es hat ja jetzt zum Glück geklappt. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es
lang gedauert hat. Toll. So, nachdem das jetzt auch endlich geklärt ist, können wir mal dazu kommen, dass wir jetzt hier erstmal die böse Kampagne spielen. Wir spielen jetzt mit der Fraktion der Orks, wie man ja schon gesehen hat eigentlich. So. Es ist einfach unfassbar, wie das Spiel mich einfach nicht mein Zeug labern lässt, das ich gerne labern würde, damit die Leute auch verstehen, warum ich jetzt 3 Wochen nicht am Start war. Und naja, ich hab's ja jetzt schon mehrmals gesagt. Aber ich wollte auch noch dazu sagen, was wir alles so auf der Gamescom erlebt haben und was wir uns angeschaut haben an Spielen. Zum Beispiel StarCraft 2, das Legacy of the Void, welches quasi die Trilogie komplettiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe es und ich werde es mir auch kaufen. Ob ich das planen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel und ich kann es nur empfehlen. Warum muss ich die Kluft ausbauen? Ich kann auch so einen Höhlentroll bauen. Ah! Naja, da ich das jetzt endlich mache, ist jetzt quasi auch schon hier in Stein gemeißelt, dass jetzt auch gestreamt wird. Das funktioniert inzwischen auch schon, das habe ich schon getestet. Und das heißt, am Wochenende werde ich einen Stream machen. Ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass viele Leute sich das angucken. Aber falls doch irgendjemand Lust hat, der Link ist natürlich in der Beschreibung drin. Und ansonsten werde ich halt den Stream auch aufzeichnen. Der wird aber wahrscheinlich nicht auf dem Kanal hier landen. Der wird dann wahrscheinlich auf unserem Twitch-Kanal bleiben. Passt das jetzt? Nein, Moment, ich brauche... Mach mal 8, das passt schon. Wunderbar. Da habe ich auch keine Rohstoffe mehr. Sehr schön. Dann meine Reiter erstmal darüber. Die sollen das mal hier ein bisschen verteidigen. Gut. Jetzt wollen sie alle gleichzeitig was von mir, das ist klasse. Okay. Erstmal meine Baumeister hier wegmachen, ne? Dann warten wir hier schön. Okay. Das ist gut, das ist sehr gut. Was braucht man noch? Eine Spinnenlocherweiterung? Lieber Pfeiltürme. So, damit diese ganzen Boni auch gemacht werden. Ist das überhaupt ein Bonus? Ja, das ist ein Bonus. Andere Upgrades kann man sich ja zurzeit nicht leisten, beziehungsweise nicht mal bauen. Und wo war ich jetzt eigentlich? Ja, genau, Streaming. So, das Streamen wird ja jetzt so ablaufen, dass diese Parts werden ja immer freitags kommen. Samstags wird der Stream dann sein. Die Streams werden dann auf dem... Ja, ist ja gut, verflucht nochmal. Oh, ups, ich hab ja da noch... Ach so. Egal. Wurscht, egal. So. Die ganzen Trolle hätte ich dann auch gerne kurz da unten. Und dann erstmal hart angreifen. Okay, das war interessant. So, das Streaming, dafür haben wir schon
Das haben wir quasi schon abgehakt. Dann als nächstes, was wir noch so alles auf der Gamescom gesehen haben. Wir haben einmal Tom Clancy's The Division angespielt. Und da kann man auf jeden Fall sagen, sowohl der Excalibur als auch alle anderen waren da sehr davon begeistert. Das ist ein geiles Spiel. Wenn da nicht auch noch ein paar Sachen wären, die... Naja, ich weiß nicht. Dieses Arschloch-Attitude von manchen Leuten. Also es geht quasi darum, man hat ein Team von bis zu 4 Spielern und da bewegt man sich quasi in einem kontaminierten, verseuchten Bereich. Ah, verflucht nochmal. Schön. Ja, reißen wir nieder, aber nicht jetzt. Jetzt will ich erstmal erklären. Dankeschön. So. Alles klar. Also, man bewegt sich dann quasi mit diesen, mit in diesem... Hallo? Wieso? Achso, okay. Gut, alles klar. Verflixt immer diese unwürdigen Sachen, die einen ablenken. Man bewegt sich quasi in Tom Clancy's The Division in einem Bataillon von bis zu 4 Leuten. Und dann kann man quasi Loot finden, also kontaminierte Waffen oder Rüstungen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und wenn man diese aus dem Bereich rausschiffen will, dann muss man quasi ein Signal setzen und damit den Helikopter rufen. Das Problem dabei ist, dass das natürlich alle anderen Spieler, die quasi gleichzeitig auch dabei sind, auch sehen und jetzt natürlich sich entscheiden können, ob man jetzt die Leute angreifen möchte und versuchen möchte, den Loot zu klauen, oder ob man denen helfen möchte. Und das Problem ist einfach, dass ja diese Arschloch-Attitüde von den ganzen Leuten, dass die eigentlich nur da sind, um dir den Loot zu versauen. Also es gibt keine Nettigkeit, zumindest habe ich keine auf der Gamescom gesehen. Leider Gottes. Aber es ist trotzdem ein ziemlich geiles Prinzip, wenn man da Leute hat, mit denen man das spielt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir von Schwaben Gaming werden das auf jeden Fall spielen und vielleicht sogar auch aufnehmen, weil es ist einfach geil. Und StarCraft vielleicht ja dann auch, wenn wir das uns dann eh schon kaufen. Wir haben uns noch Heroes of the Storm angeguckt, ist jetzt wirklich keine Weltneuheit. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch. Aber für mich persönlich hat sich da einfach nur bestätigt, dass ich einfach nicht für MOBAs gemacht bin. Das ist einfach so. Es ist nicht für mich. MOBAs sind einfach nicht meins. Könnt ihr ja gerade mal in die Kommentare schreiben. Spielt ihr MOBAs regelmäßig, nicht regelmäßig, irgendwie? Mich würde das gerade mal interessieren. So, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir die hier mal schnell vernichten. Das ist nämlich gar nicht schwer. Wunderbar. So, kann ich jetzt eigentlich auch schon irgendwas anderes bauen? Bis jetzt noch gar nichts, oder? Nope. Ich kann nicht mal die Verdinger verbessern, Alter, in der ersten Mission. Das ist echt gar nichts. So. Ja, was haben wir noch alles gehabt? Wir hatten noch... Ach du meine Güte, jetzt muss ich sogar schon denken, hey, nach 2 Spielen funktioniert eh nichts mehr. Ich nehme wahrscheinlich auch schon wieder viel zu lange auf, das ist aber jetzt relativ wurscht. Denn eine Mission muss jetzt kommen, die kommt auch heute noch, denn das bin ich euch schuldig, hat jetzt schon lang genug gedauert. Ja, was haben wir noch gespielt? Sniper Ghost Warrior haben wir gespielt. Naja, da haben sich die Erwartungen eigentlich so ziemlich erfüllt, weil es ist, was es nun mal ist. Kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Was haben wir noch Schönes gehabt? Wir haben den Shooter von Blizzard angetestet. Overwatch heißt er. Und da muss ich auch eigentlich Lob aussprechen. Ich habe nicht viel... Was zur Hölle? Ah, ja. Ich habe nicht viel von dem Shooter erwartet, aber er ist wirklich gut geworden. Kann man den, glaube ich, sogar schon zocken? Er ist ja Free-to-Play. Ich meine, man kann ihn sogar schon zocken. Und ich habe wieder den... Das ist gut. Ich hätte gerne verfluchtes Land. Dankeschön. Gut, gut. So. Weiter geht's.
Weiter geht's. Wo ist der jetzt? Wo sind die jetzt hin? Wo? Da, da. Es ist zu spät. Der Riese ist frei. Okay. Gut zu wissen. Saurons Mund hat jetzt auch schon ein paar gute Fähigkeiten am Start. Wunderbar. Ich finde es einfach klasse, wenn man exzessiven Heldengebrauch machen kann. Und ich glaube, ich habe gerade einen Bonus bekommen. Ja, befreit alle drei Riesen. Sehr schön. Okay. Bisschen mehr Angriff wird das schon nicht schaden. Ja, ist ja gut, meine Güte. Erstmal schön weiter die Karte erkunden, bevor wir jetzt hier irgendwie, ne? Solange ich lebe, setzt ihr keinen Fuß in dieses Heiligtum. Dieser Elb verspottet uns. Bringt ihn zu Fall, wagt es mir zu trotzen. Wunderbar, na endlich. Ist mir jetzt mal relativ egal, ob die ganzen Helden sterben oder nicht. Es ist mir so wurscht. Ach, die können nur Level 4 werden. Ja, gut, dann ist es ja egal. Dann sind die ja eh schon am maximalen Punkt angelangt. Dann ist das ja egal. Dann ist das ja egal. Ja, unter anderem haben wir natürlich auch noch, was haben wir noch in der, auf der Gamescom alles gemacht? Wir waren auf der Tenno VIP Party. Da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, hier mal das ein oder andere Bild mit Rebecca und mit Megan zu machen. Wer die nicht kennt, ist nicht schlimm, aber wer sie kennt, ihr wisst, wie es läuft, ja. Und da gibt es natürlich auch ein bisschen Merchandise mit Unterschriften, ganz klar, wie man das halt als Fan so macht. Logisch eigentlich. Und ich für meinen Teil würde jetzt mal sagen, dass wir jetzt hier mal ein bisschen schnell machen, damit wir das vielleicht mal ein bisschen schneller abgeschlossen kriegen hier. Es ist zu spät. Der Riese ist frei. Okay, dezent. Ich bin mal wieder so richtig ruhig, also ich bin noch nicht wieder im Let's Play so drin, nach der Game, vor allem nicht nach der Gamescom. Und nach der langen Zeit, in der ich jetzt einfach nicht gelet's played habe, weil die ganzen Parts von Call of Duty, die waren alle schon voraufgenommen. Das heißt, ich habe jetzt quasi seit einem gefühlten Monat einfach kein Ding mehr gehabt, kein Fluss einfach. Aber naja, das wird schon. Jetzt sind wir ja wieder am Start. So, und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, gleich mal weitermachen hier mit meinen Helden. Mal hier die Map ein bisschen checken, hier die ganzen Bogenschützen mal kurz wegmachen, den letzten Riesen befreien und dann auch schnell die Mission beenden. Oh, anscheinend sind es gar nicht so viele gewesen. Okay, die haben sie einfach überrannt. Alles klar. So, dann hätte ich als nächstes gerne die Fledermäuse. Das ist nämlich so richtig schön, wenn man auch gerade so mal ein kleines Gebiet erkunden muss. Da ist der letzte Riese, sehr schön.
Die haben sogar ein bisschen Leben, die halten auch ein bisschen was aus. Aber ich glaube, weiter als da kommen sie nicht. Das sind nämlich auch Bogenschützen. Keine Chance gehabt, okay. Das passt schon. Währenddessen würde ich mal sagen, brauche ich meine Armee hier. Und hier sollte ich vielleicht ein paar neue machen. Am besten ganz viele Krieger, weil... weil Reasons, deswegen. Na, auf geht's. Hä, wie viele... Das war ja fast gar nichts. Wie viele Kommandeurspunkte verbrauchen die Riesen denn? Wie viele Kack-Kommandeurspunkte verbrauchen die Riesen denn? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, der geht ja, mit den Riesen geht ja einiges, aber von den Kommandeurspunkten her, hey, wie viel kosten die denn? Ist ja mal richtig OP hier. Beziehungsweise over, nicht overpowered, sondern overpriced. Also viel zu viel. Für Leute, die nicht Englisch können, das soll es ja auch geben. Das ist ja der absolute Wahnsinn, also da kannst du mir sagen, was du willst, das ist nicht normal. Ah, die halten ja gar nichts aus. Oh ja, jetzt geht's los. Läuft, 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 kein Ding. Also, alles kein Ding, ist ja sowieso noch die erste Mission, also relativ unkompliziert. Wunderbar. Ja, erst die Hälfte, komm schon. Mach mich nicht schwach.
Ja, die Trolle und die Riesen bringen schon, auch wenn die Riesen verdammt OP sind. Also in diesem Fall heißt OP wirklich nicht overpowered, sondern ich werde es jetzt nur noch in Verbindung mit overpriced benutzen. Da haben wir gewonnen. Wer hätte es gedacht? Also, wunderbar. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen angeteasert, was als nächstes kommt. Ich habe viel zu lang für die Mission gebraucht, aber egal. In der nächsten Mission kümmern wir uns um die grauen Anfurten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.